Mit dir zum Wir. So lautet das Motto der bundesweiten Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken 2022. Und wir hier freuen uns, dass die Aktion dieses Jahr in Speyer eröffnet wird mit einem festlichen Pontifikalgottesdienst am 6. November in unserem wunderschönen Kaiser- und Mariendom. Auch im Bistum Speyer gibt es Regionen, in denen Katholiken in der Minderheit sind und die vom Bonifatiuswerk unterstützt werden. In der Nordpfalz kann man sich Moki, die mobile Kinder- und Jugendkirche, ausleihen. Ein schnell aufgebautes Zelt, mit dem die Kirche zu den Menschen kommt, statt umgekehrt. In Ludwigshafen konnten bei einer Nacht der offenen Kirche an Pfingsten 2022 tausende Menschen Kirchen in einem anderen Licht sehen und erleben. In mehreren Diaspora-Vereinen bringen seit vielen Jahren gelbe Bonibusse die Gläubigen zu Gottesdiensten, Gruppentreffen oder Jugendaktionen. In diesen und anderen Aktionen wird das Motto der diesjährigen Diaspora-Aktion Wirklichkeit. Mit dir zum Wir. Hier wird Kirche ihrem Auftrag gerecht, die tiefe menschliche Sehnsucht nach einem Wir, nach Halt und Gemeinschaft zu stillen. Hier wird Kirche zum Zeichen und Werkzeug für die Gemeinschaft der Menschen mit Gott und untereinander. Das geht nur mit dir, mit ihnen. Jede und jeder von uns kann und soll sich mit all seiner Kraft einsetzen für ein neues Miteinander in unserer Gesellschaft, für Zusammenhalt und Solidarität, für Frieden und Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Deshalb lade ich Sie herzlich ein. Unterstützen auch Sie beim Diaspora-Sonntag am 20. November das Bonifatiuswerk. Und helfen Sie mit, das Motto der Diaspora-Aktion mit Leben zu erfüllen, mit dir zum Wir.